So, bei mir ist jetzt Jonas Tietgen vom DPV. Hallo Jonas. Hallo. Schön, dass du die Zeit genommen hast. Erzähl mal ein bisschen was über dich. Was ist deine Rolle beim DPV und was macht der DPV überhaupt? Ja, der DPV ist eine 100% Tochter von Gruner & Jahr. Und Gruner & Jahr, für die, die es nicht kennen, machen so Stern und Brigitte Gala, sind so die großen Titel im Verlagshaus. Wir sind quasi die ausgegliederte Vertriebseinheit, die sich um alles, was Vertriebsaufgaben betrifft, kümmert. Und wir sind ausgewählt, damit wir auch andere Verlage betreuen können. Sprich, wir betreuen, glaube ich, so 650 Titel oder so, also eine ganze Menge. Und wir kümmern uns quasi um alles, was nach der Inhaltsgenerierung passiert. Also ein Verlag kann uns Inhalte zur Verfügung stellen und wir kümmern uns da um alles, was Marketing, bis hin zur Logistik, Kundenservice machen wir. Und Logistik heißt halt dann nicht nur, wie kriege ich das zum Kunden am Ende hin, sondern auch über iTunes und all solche Geschichten, wie man das digital verbreitet. Mhm. Genau, und ich bin da im Shop-Team. Das heißt, wir haben auch Shops, Shop-Plattformen, wo man Abos kaufen kann, Produkte kaufen kann, wie auch immer. Und da mache ich die Webanalyse mit Google Analytics. Okay. Dein Vortrag geht ja über Enhanced E-Commerce. Vielleicht magst du das mal kurz beschreiben. Was sind die Vorteile und was ist Enhanced E-Commerce überhaupt? Ja, also für mich ist der größte Vorteil von Enhanced E-Commerce, dass ein paar Sachen standardisiert worden sind. Also man hat nicht nur Klick und Transaktionen und dazwischen muss man selber sich zurechtfinden, sondern dass man auch Klicks auf Listings in Suchergebnissen, irgendwelche Teaserflächen, die man auf der Seite hat, solche Geschichten, kann man halt jetzt auch vertaggen und dann produktbezogen auswerten, sprich, welches Produkt hat das größte Verhältnis von gesehen zu gekauft, um dann eben so ein paar Produkte ausfindig zu machen, die man bisher vielleicht nicht so auf dem Fokus hatte. Okay, DPV ist ja deutlich E-Commerce-fokussierter, als es jetzt Gruner & Jahr im Generellen ist. Ist Gruner & Jahr oder DPV? Welcher ist denn jetzt eigentlich datengetrieben? Ja, das ist schwer zu sagen. Also ich sag mal so, das ist halt wir sind schon ein Konzern, wir sind auch 100% Tochter und arbeiten da wahrscheinlich relativ ähnlich, haben einfach andere Zielsetzungen. Ne? Also gerade die Webanalysten bei Gruner & Jahr setzen halt eher darauf, wie kriege ich Reichweite auf Brigitte.de zum Beispiel und wir gucken eher, wie verkaufen wir Brigitte Hefte oder E-Paper oder wie auch immer. Ich glaube, man kann gar nicht so genau sagen, wer zahlengetriebener ist. Wir haben einfach andere Ansätze, andere Ziele, die wir verfolgen. Das lässt sich da sehr schwer vergleichen. Okay. Großes Thema ist ja derzeit auch Cross-Device, Multi-Device-Tracking. Inwieweit spielen für euch unterschiedliche Devices im Vertrieb eine Rolle? Also klar, ist, wie gesagt, in der Theorie eine sehr, sehr große Rolle, weil auch bei uns wird sicherlich viel mobil gelesen, was vielleicht auch hoffentlich dazu führt, dass die Leute dann irgendwann sich für ein Abo entscheiden. Aber bisher ist es bei uns noch nicht so etabliert, dadurch, dass wir einfach nicht so die Möglichkeiten haben, die Devices zusammenzuführen, wie Login-IDs oder solche ganzen Geschichten. Also wir haben zwar so ein Single Sign-On, sage ich mal, aber ja, da spielen halt Datenschutz und so weiter auch noch so eine große Rolle, dass wir jetzt die Funktionalitäten, die Google theoretisch bietet, noch nicht so weit nutzen. Aber das ist sicherlich spannend in der Zukunft. Also man sieht das ja generell, mobil wird ja immer mehr genutzt, aber liest man auch immer mehr Zeitschriften mittlerweile über Mobilgeräte? Ja, also das ist nicht ganz mein Hauptmetier, sage ich mal. Ich bin da ja eher in den Shops unterwegs. Klar ist da ein Trend dahin, dass man auch digitaler liest, gerade auf den Tablets und die E-Mail-Gesehens, die wir anbieten, kommen natürlich sehr gut an. Aber ja, also es ist erstaunlich, was der hohe Anteil an Leuten ist, die tatsächlich auch in unseren Shops ein Abo abschließen über ein mobiles Endgerät. Was ja, also normalerweise sagt man, ein Abo ist eine relativ langfristige Entscheidung und da will man eher fundiert und am Rechner und so weiter. Aber wir haben Pi mal Daumen, ein Viertel der Abos, die wir verkaufen, läuft tatsächlich mobil, was schon relativ hohe Zahl ist. Ein großer Anteil eigentlich. Wenn du dir mal diese Entwicklung der Digitalanalyse in den letzten Jahren anschaust, was sind so die Trends, die für euch eigentlich jetzt am wichtigsten waren, die ihr am stärksten nutzen könnt? Ja, das ist eine gute Frage. Also ein Trend, den wir sicherlich gerade auch mit versuchen zu gehen, ist die Integration mit Business Intelligence. Also gerade diese Analytics-Oberfläche wird ja immer mächtiger, Beispiel auch Enhanced Analytics. Die Frage ist halt, wie weit man das schafft, dann auch an die Leute, die damit arbeiten sollen, ranzuführen. Die haben bei uns ein relativ ausgefeiltes Business Intelligence-System schon und von daher versuchen wir diese beiden Welten quasi gerade zusammenzuführen, was sicherlich ein Trend ist, den wir da mitverfolgen sozusagen. Seid ihr da mit Gruner & Jahr direkt verbunden mit der Business Intelligence oder läuft das komplett getrennt? Ja, das ist immer so eine Definitionssache. Also ein Teil der Leute, die daran arbeiten, sind Gruner & Jahr, ein Teil ist DPV. Aber dadurch, dass wir das CRM-System von Gruner & Jahr betreuen, haben wir natürlich alle Möglichkeiten, da
mit zu gestalten, sage ich mal. Wenn du drei Wünsche frei hättest für die Digitalanalyse, welche wären das? Große Frage. Also ich glaube, Enhanced E-Commerce ist ein so ein Beispiel dafür, was ein ganz guter Trend ist, dass man standardisiert, damit wir Analysten uns auf Tools verlassen können, dass die Lösungen schaffen, wie wir Analyse betreiben sollen, damit wir halt nicht sich tagelang Konzepte schreiben müssen, wie wir integrieren, sondern uns mit den Daten auseinandersetzen können und uns gucken können, wie passen die Daten in unser Business Intelligence, dass das maximal die technische Komponente ist und dass wir immer weniger uns Gedanken machen müssen dazu, wie generieren wir jetzt eigentlich Daten. Da hoffe ich, dass die Anbieter immer mehr dahin kommen, dass man da die Insights, sich auf die Insights fokussieren kann und nicht auf die Technik. Das ist sicherlich der größte Trend. Und ja, und sonst alles, was mit BI-Integration zu tun hat, denke ich, da hoffe ich, dass es sich auch noch viel weiterentwickelt, dass die Schnittstellen sauberer werden, dass die Analyseanbieter auch den Anspruch haben, BI zu beliefern. Also da siehst du noch Potenzial. Auf jeden Fall, ja. Deine Vision würde ich gerne wissen. Also wenn wir jetzt mal eine klare Kugel schauen, was denkst du, was für Trends werden denn kommen im Bereich der digitalen Analyse? Also sicherlich der größte Trend ist Personalisierung. Alles, was damit zu tun hat, möglichst viel Daten dazu generieren, wer mein Gegenüber eigentlich ist, den ich da in meinem Shop quasi vor mir habe und wie ich das automatisiert auch ausschalten kann, damit ich nicht irgendwie mir selber dazu Gedanken machen muss, sondern da möglichst viel sinnvolle Daten zusammenzustellen und da eine Personalisierung am Ende dahinter zu setzen. Das ist sicherlich für mich in meinen Augen der größte Trend, um uns Analysten auch so ein bisschen noch mehr auf die Metaebene zu heben. Und, also wirklich 1:1 Automatisierung. Klar, also sofern es geht. Ne? Also wir müssen natürlich immer noch die Parameter liefern und so weiter, aber dass ich dann sagen kann, stell doch mal das Produkt nach oben, was die meiste Kaufwahrscheinlichkeit hat oder solche Geschichten. Also dass man so ein bisschen Dynamik in so einen Shop reinkriegt, ohne jetzt jede Veränderung selber nachzuprüfen. Kann ich das auch zu deinen Wünschen zählen? Ja, definitiv. Jonas, ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, gerne. Viel Erfolg bei deinem Vortrag und viel Spaß noch.